Willkommen beim Workshop LibreOffice Overkill. Mein Name ist Stefan Krug. Ich bin von meiner Ausbildung her eigentlich Diplom-Sozialpädagoge. Ich arbeite hauptamtlich in der ambulanten Familienhilfe, vor allem im Bereich Drogenhilfe und psychische Probleme. Was ich hier tue, ist allerdings was komplett anderes. Ich beschäftige mich nämlich sehr viel mit freier Software auch. Wir verwenden die Haufe der Arbeit. Die großen Steckenpferde sind eigentlich Debian, LibreOffice und seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr Graph. Das ist ein Flatfile-CMS, das ohne Datenbank auskommt. Ist eine ganz heiße Geschichte eigentlich, weil man sehr gut mit Kommandozeile und auch über Textdateien steuern kann. Ist wirklich gut, kann ich nur empfehlen. Get Graph, Graph wie Gravity und Schwerkraft. Ich war in den letzten Jahren auf den Linux-Tagen in Chemnitz, Tübingen, in Ulm und auch schon letztes Jahr in Dornbirn. Ich bin später wieder am X2Go-Stand unten und wir haben uns dann da mit Themen um X2Go, um LibreOffice und auch um den Raspberry beschäftigt. Beim Chemnitzer Linux-Tag haben wir einen Workshop gemacht, wo wir den Raspberry über die Raspberry-Cam einen Text haben vorlesen lassen. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Was wir heute machen, steht jetzt zur Auswahl im Workshop. Ich habe zwei Themen mitgebracht und wir stimmen einfach ab. Thema Nummer 1, das wir da haben, ist Zähenbriefe. Wir können einen Text, ein Tabellendokument miteinander kombinieren. Wir kümmern uns um die Bereitstellung der Daten, um die Einbindung der Tabelle, damit wir uns aus der speisen können und werden dann auch so kleine Extravaganzen machen, wie dass wir mit bedingten Feldern und bedingten Absätzen arbeiten. Zum Beispiel, wenn wir uns an eine Firma wenden, die einen Firmeneintrag in der Firmenspalte hat, dass dann eben die andere zum Beispiel sehr geehrte Damen und Herren ist. Aber wenn wir einen Ansprechpartner haben, dann wird der eben korrekt mit entweder sehr geehrte Frau Müller oder sehr geehrter Herr Meier angesprochen. Und zum Schluss geben wir das Ganze dann entweder in eine Datei aus oder an den Drucker oder machen PDFs raus oder schicken es als E-Mail ab. Thema Nummer 1. Das andere Thema zur Auswahl ist die automatische Formatierung. LibreOffice bietet einen ganz, ganz großen Fundus an automatisierten Textformatierungsoptionen. Das heißt, wir können damit Überschriften und Abbildungen verwalten und wir können dadurch automatisch Inhaltsverzeichnisse generieren lassen. Das dauert dann in der Regel 3 Sekunden, je nachdem, wie schnell man halt klicken kann. Jetzt haut man gerade der Bildschirm ab. Das heißt, ich rede zu lang. Wir binden auf den Seiten Informationen ein, wie in welchem Kapitel sind wir gerade. Wir verwenden Querverweise, zum Beispiel, wenn man im Text schreibt, im Kapitel 2 finden Sie Informationen auf Seite so und so. Und wenn wir später im Text dann Veränderungen vornehmen, werden natürlich Seitennummern, Kapitelnummern und der ganze Kram neu angepasst. Auch wenn wir aus der Überschrift erste Ebene eine Überschrift zweite Ebene machen, werden diese Dinge dann übernommen. Und das Ganze wird dann in LibreOffice selber noch im Navigator verwendet. Das heißt, wenn wir diese Formatierung verwenden, können wir dadurch uns auch blitzschnell durchs Dokument durchscrollen. Jeder hat bestimmt schon mal eine Arbeit geschrieben, die länger als 10 oder 20 Seiten war und dann war es ein ewiges Gerolle. Ich habe das auch da reingeschrieben. Nee, bei der letzten Umformatierung habe ich es nach oben geschoben, dann wollte man wieder nach oben. Der Navigator schafft viele dieser Dinge ab. Das ist der zentrale sozusagen Resources Store auch für Bilder, für Abbildungen, für Tabellen. Automatische Formatierung und Serienbriefe. Das sind die Themen zur Auswahl. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung. Wer würde gerne die Serienbriefe machen? Einer? Okay, wenn es dann nachher mindestens zwei, okay. Ich hoffe, dass es dann nachher mindestens auch noch einer die Hand hebt und nicht lauter Leute drin denken, mir ist es wurscht. Wer möchte die automatische Formatierung machen? 2, 4, 5. Okay, gut. Wenn du nach 10 Minuten Zeit hast, kriegst du einen Crashkurs. Okay, dann machen wir automatische Formatierung. Gut. Ich mache es in meinen Workshops meistens so, ich habe jetzt ziemlich viel monologisiert. Wenn ihr Fragen habt, fragt am besten gleich. Also meldet euch, dann nehmen wir die Frage auf und ich
passt es, fügt es dann entweder sofort ein oder aber bitte euch um einen kurzen Moment Geduld. Wenn ich euch einfach mit dem beregne, was ich weiß, dann kriegt ihr halt Standardprogramm. Wenn ihr mitmacht und selber fragt, dann kriegt ihr das, was ihr braucht. Okay. Die Laptops haben die sich die Dateien vorher aus dem Internet heruntergeladen? Okay, nicht alle? Okay. Okay, dann geht es schon los. Okay, dann brauchen wir zuerst mal LibreOffice. Ich brauche meine Präsentation. Genau. So. Wer hat die Datei nicht heruntergeladen? Einer? Zwei. Hat einer von euch beiden einen USB-Stick dabei, damit ich die euch schnell geben kann? Ich weiß nicht, ob ihr euch untereinander so setzen möchtet, dass ihr auch noch jeweils auf Laptops mit drauf schauen könnt. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay? Schön. So, noch einen. Gehen zum Rechner. Oh Mann. Mag nicht. Vorschlag zur Güte wäre, kannst du dir die Dateien kopieren und den Stick dann kurz weiterreichen, damit die einfach vom Fleck kommen. So, muss man kurz warten. Stick hier hat, ob ich ein Wasser nippen kann. Ah, genau. Die Dateien waren nämlich mit einem Passwort versehen. Ich habe es extra kurz gemacht. Das Passwort zum Aufschreiben ist klein u, klein v, groß c, klein e, groß p, klein p. Mit dem lassen sich auch dann alle Dateien entsperren. Okay, ja. Braucht das jetzt noch jemand? Ah, okay. Ja. Ja. Das gibt es auch für Windows. Ach so. Dann. Oder aber ich. Ich kann Ihnen die Webseite nachher sagen, wo Sie es runterladen können. Okay. Können wir nachher klären. Okay. Läuft? Ja, da drüben läuft es auch. Ja, genau. Aber die Dateien sind schon mal da, oder? Okay, gut. Okay. So, dann brauchen wir jetzt folgende Datei, die wir in LibreOffice aufmachen, nämlich die Datei gwgodt. Die muss ich jetzt selber auf und die dann eben entsperren. Passwort haben alle. Hand hoch, wenn die Datei nicht offen ist. Dann kann man da kurz durchrollen. Ich habe hier drin ein Beispiel aus der Kommunalverwaltung. Es geht um eine Satzung.
wenn wir uns durch dieses durch den Text hindurch scrollen, dann ist sichtbar, dass der Text gegliedert ist durch Überschriften, das sind die einzelnen Paragraphen, und dass dann eben die einzelnen Absätze jeweils mit Klammern eben durchnummeriert sind. Und jetzt würde ich... Hat nicht geklappt? Okay, spiele es nochmal drauf. Ich habe mir es ja vorhin einfach nur abgezogen gehabt. Schauen wir mal, ob er es macht. Bei dir auf dem Stick hat es geklappt, oder? Okay, kannst du deinen Stick kurz weiterreichen, weil dann kann ich vorne nämlich weitermachen. Dankeschön. So. Offen hat es jeder. Ich will hinten einen schütteln, aber ich bin mir nicht sicher, ob es... Okay, dann würde ich jetzt die, die es haben, bitten, im Dokument kurz nach Fehlern zu suchen. Okay, es ist nicht einheitlich formatiert, insbesondere wo? Okay, was noch? Was noch? Durchgucken? Bitte? Genau. Sonstige Fehler im Dokument? Ja. Genau. Was noch auffällt, ist, dass zum Beispiel von der Seite 1 auf die Seite 2, hier ist ein einzelner Satz, der einfach so verloren in der Gegend rumsteht. Oder aber, wenn wir Nummer 1 runterfahren, in den Paragraphen 5, da ist die Schriftart mit Times New Roman 11 1 zu klein gesetzt. Kann ich kurz doch den Laserpointer haben, weil ich komme tatsächlich nicht hin. Kann ich doch kurz den Laserpointer haben? Ich brauche bloß einen Pointer. Dankeschön. Okay. Wunderbar. So. Ich habe jetzt hier die Textmarke bei Stadt gesetzt. Wenn Sie durch den Text durchschauen, dann steht hier auf der linken Seite steht immer Standard. Und zwar egal, wo ich hineinklicke. Es verändert sich nur hier der Name der Schriftart und gegebenenfalls die Größe. Das Standard hier auf der linken Seite, das ist die verwendete Textvorlage. Im Normalfall, ungefähr 99% der Anwender verwenden diese Formatvorlage überhaupt nicht. Das heißt, was die meisten Menschen machen, ist, sie nehmen eine sogenannte harte Formatierung vor, die funktioniert, indem ein Absatz markiert wird und dann eben von Hand nachjustiert. Das ist eine harte Formatierung. Hart deswegen, weil die einfach so wie Code einfach hart eingefügt wird. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass es jeder kann. Der Nachteil ist, dass es nicht immer jeder gleich macht. Das heißt, sobald jemand befindet, dass Arial 11 wesentlich besser aussieht als Arial 11,5, kann man das ganze Dokument durchrattern und es ändern. Oder aber, wenn verschiedene Leute mit dem Dokument arbeiten, wird auch vergessen, was eigentlich die Formatierung war und dann übersieht man mal einen Absatz. Schriftarten passen nicht zusammen. Die automatische Formatierung kann diese Dinge beheben. Es gibt zwei Ansätze, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Entweder A, man macht es von der Pike auf, oder B, was sehr häufig der Fall ist, da man ein Dokument erbt, dass man im Bestand arbeiten muss. Was wir durch die, was wir durch eine einheitliche Formatierung zu erreichen suchen, ist, dass der Fließtext gut lesbar ist, dass wir im Text eine Struktur schaffen, das sind in der Regel Überschriften oder Nummerierungen, und dass wir natürlich auch Listen, Bilder und Tabellen angemessen als solche kennzeichnen. LibreOffice hat dafür
verschiedene Werkzeuge. Und nimmt diese Formatierung in verschiedenen Kategorien vor. Das heißt, das Grundelement der Gestaltung ist eigentlich das Zeichen. Da geht es um Schriftart, Größe, Hintergrundfarbe. Der nächstgrößere Teil ist dann die Absatzgestaltung. Da geht es dann darum, ob zum Beispiel ein Abstand nach dem Absatz kommt. Da geht es darum, ob Seitenumbrüche vorgenommen werden sollen automatisch, ob die Silbentrennung vorgenommen wird. Silbentrennung ist in LibreOffice eine Eigenschaft des Absatzes. Ich werde das nachher nochmal zeigen. Wenn man jetzt nicht weiß, dass es das ist, dann sucht man da danach relativ lang. Und dann kann man auch eben nochmal fette und kursive Zeichenformatierung machen, was bereits hier auch geschieht, allerdings dann eben nur auf Wortbasis und nicht für den ganzen Absatz. Es gibt Listen, Bullet Points oder Spiegelstrichlisten oder aber mit Pfeilen. Die Seiten sind über eine Hierarchie eingerichtet. Das heißt, in den Seitenvorlagen kann man zum Beispiel festlegen, dass die erste Seite von einem Dokument immer anders ausschaut als die zweite Seite. Und man kann auch einrichten, dass zum Beispiel die Standardformatierung immer auf die erste Seite folgt und man das nie von Hand umschalten muss. Das ist auch, falls jemand schon mal in Word sich überlegt hat, wie kann ich die Seitennummer auf der ersten Seite verschwinden lassen, aber nicht auf der zweiten Seite. LibreOffice hat dafür eine sehr gute Lösung. Und die letzte Formatierungsebene sind dann letzten Endes Rahmen, sind dann eben Textfelder, in denen man dann nochmal Inhalte einfügen kann. So. Und das werden wir jetzt anwenden. Das Erste, was wir machen, ist, wenn wir vom Bestand arbeiten, ist, oder was ich mache, ist, ich empfehle zunächst immer ein PDF von dem Dokument von vorher zu ziehen. Weil, wenn ich im nächsten Schritt die ganze Formatierung entferne, ist es oftmals nicht mehr ersichtlich, wie die Gliederung war. Deswegen erzeugen wir zunächst einmal davon ein PDF, das wir später wegschmeißen. Also, PDF wird erzeugt mit Datei als PDF exportieren. Und dann kann man das im Prinzip mit den Standardeinstellungen machen. Genau. Und dieses PDF habe ich jetzt hier vorliegen. Das heißt, ich kann später, wenn ich gucken möchte, wie es denn im Original aussah, wie es denn eigentlich gegliedert war, nachschauen, was ich damit mache. Wichtig ist, das PDF nachher wirklich wegzuschmeißen, weil man ansonsten vom selben Dokument zwei Versionen vorliegen hat, einmal das ODT und einmal das PDF und die Gretchenfrage ist, welches war zuerst? Oder welches war gültig oder welches war abgesegnet? Jetzt gucke ich nur, haben alle ihr PDF? Mehr oder weniger? Okay. PDF erstellen hat geklappt bei allen? Geht genauso, ja. Nö. Genau, wenn man es über Datei macht, dann könnte man eben noch Kompressionsfaktor und solche Sachen einstellen. Kann die Sache beschleunigen, wenn man es einfach unkomprimiert durchlaufen lässt. Ich frage nur kurz wegen der Technik. Darf ich schauen was? Ja. Pech. Okay, hätte schlimmer sein können. Danke. Genau, man kann im PDF-Dialog kann man es genauer einstellen. Da wir das PDF im Nachhinein sowieso wegschmeißen werden, ist es von geringerer Relevanz, außer man kommt jetzt wie auf dem letzten Megabyte auf der Festplatte daher. So, der nächster Schritt ist jetzt, das Dokument von der alten Formatierung zu befreien. Das geht, indem wir das ganze Dokument markieren mit Steuerung A und dann Steuerung M. Oder aber, für die, die es lieber klicken, bearbeiten, alles auswählen und dann Formatierung, direkte Formatierung löschen. Das hier entfernt alle harten Formatierungen,
die man eben von Hand reingemacht hat. Wenn sich im Dokument danach noch immer Formatierungen befinden, die nicht der Standardformatierung entsprechen, dann liegt es daran, dass irgendjemand versehentlich doch eine Vorlage verwendet hat. Mit direkter Formatierung löschen werden die Formatierungen auf ihre Standardeinstellung zurückgestellt. So, jetzt haben wir hier das nackte Dokument ohne die Formatierung von vorhin. Jetzt würde ich gerne Folgendes machen, und zwar, dass wir zunächst mal die Formatierung des gesamten Dokuments einmal in eine andere Schriftart ändern. Dazu wird entweder mit der Taste F11 oder mit dem Knopf Formatvorlagen, werden die Formatvorlagen geöffnet. Dann ein Rechtsklick auf Standard und dann ändern wir. Und ich nehme jetzt als Schrift die Areal. Das läuft. Und klicke auf OK. Und dann hat sich die Schriftart geändert. Das sieht jetzt im Prinzip nicht anders aus, als wenn man es von Hand macht. Bitte? Wieso? Okay, was hat es gemacht? Oh, die gibt es nicht. Dann ist es die mit dem Werkzeug. Nee? Ja. Nee, die ist es auch nicht. Ach so, genau. Dann ist es die, eins runter. Die ist es. Ah, okay. Stimmt. Verstehe. Sieht bei jedem anders aus. Wo ist es eigentlich, gell? Okay. Okay, gut. Folgendes ist passiert. Ich erkläre, was passiert ist. Es ist gut, dass es passiert ist. Genau, langsam. Was passiert ist, ist Folgendes. Das sieht bei euch entweder so aus, oder aber es sieht so aus. Genau. Es liegt daran, dass ich das vor ungefähr 10 Jahren umgestellt habe, es nie mehr anders gemacht habe und es sehr vergessen habe. Die Standardeinstellung ist, dass die Leiste rechts kommt. Okay, danke fürs Aufmerksam machen. Jetzt haben es also alle entweder rechts, ich glaube, bei dir war das so schwebend eingeblendet. Du kannst es, wenn du das ganz nach rechts rüberziehst, kannst du das rechts anpinnen. Hast du schon, alles klar. So, den Punkt haben jetzt alle. Genau, und jetzt klicke ich mit rechts auf das Wort Standard drauf und dann auf Ändern. Und dann, also ich stelle es jetzt bei mir mal auf Areal Fett, weil Areal ist es schon. Und dann ändert sich das im ganzen Dokument. Und man beachte, der Text war jetzt nicht markiert. Soweit so gut. Okay, dann bitte. Dann stelle ich das jetzt wieder auf nicht fett zurück, weil wir das nicht brauchen. So. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, die Überschriften als solche zu kennzeichnen. Ich zeige jetzt zuerst den langsamen Weg und dann zeige ich den schnellen Weg. Der langsame Weg ist, dass ich in den Absatz eben hineinklicke. Also ich habe jetzt hier meine Textmarke und dann mache ich dann fahre ich in Navigator, im Stylisten fahre ich rechts so weit runter, bis ich bei der Überschrift 1 bin und doppelklicke das. Und dann markiere ich die nächste Überschrift und fahre wieder auf Überschrift 1 und auf die nächste Überschrift und gehe auf Überschrift 1 und auf die nächste und auf Überschrift 1. Es gibt ein schnelleres Verfahren, und zwar ist hier oben rechts eine Gießkanne. Wenn ich die einmal anklicke, dann ist die an
Und dann wird die Formatierung, die rechts markiert ist, wenn ich jetzt links in den Text hineinklicke, dort hineingegossen. Ups. Das beschleunigt das Verfahren etwas. Ah, okay, da ist die Nummerierung falsch. Okay, gut. Noch ein Problem der manuellen Formatierung, was mir gerade aufgefallen ist. Und das in Kraft treten. Frage? Sehr gut. Sehr gut. Sobald man nämlich anfängt, die Überschriften automatisch zu formatieren, stört das zum Beispiel. Weil das ja jetzt was ist, so wie du es gerade gesagt hast, ich brauche diese Leerzeile nicht immer. Und manchmal brauche ich sie doch. Genau. Sehr gut. Genau, gut aufgefallen. Es gibt in LibreOffice, eigentlich verwendet man für den Text selber niemals die Standardvorlage. Eigentlich nimmt man für den Text die Textkörpervorlage, weil die Textkörpervorlage hat unten immer 2 mm als Abstand eingebaut. Und das ist wesentlich praktischer, als diesen Abstand über eine Leerzeile zu regeln. Kommen wir gleich drauf. Das Prinzip mit den Überschriften ist soweit klar. Umgesetzt hat es jeder? Funktioniert hat es? Okay, dann bitte ich euch jetzt, das alles rückgängig zu machen. Oder wobei, machen wir es rückgängig? Nee, wir machen das, wir fügen den Textkörper so ein, wir machen das so. So. Nee, lasst es mal so, wie es ist, wir machen es nicht kaputt. Wir machen es nicht kaputt. So. Das sind die sogenannten Steuerzeichen, die kann ich an- und abschalten, die werden nie gedruckt. Genau. Und die helfen mir festzustellen, ob zum Beispiel hier eine Leerzeile ist oder nicht, oder ob es ein anderer Abstand ist, oder aber ob hier ein Leerzeichen ist. Das sehen wir auf Formatierungsfehler, weil manchmal drücken wir die Leertaste 2-mal. Genau, das ist nur eine Hilfe. So, dann erst zugucken und danach machen. Dann werde ich jetzt als nächstes dieses Abstandsproblem lösen. Ich markiere jetzt den Text hier und weise dem die Vorlage Textkörper zu. Und dann nehme ich jetzt von Hand diese Abstände raus. Und jetzt sind, so wie es der Kollege vorhin gesagt hat, diese Abstände, wenn ich in diese Textkörpervorlage reinschaue, über Ändern, dann sehe ich im Reiter Einzüge und Abstände, dass unterm Absatz eben 0,21 Abstand ist. Ich stelle es jetzt mal auf 1 cm hoch, damit man das deutlich sieht, und bestätige das. Und dann kommt jetzt auf den Absatz 1 cm Abstand. Selber ausprobieren. Ich setze das mal bei mir nochmal zurück. Ich würde es bei mir gerne zurücksetzen. Machen wir es von Hand. Setzen wir es nochmal auf 0,2. Standard. Genau. Also das Verfahren war das zuerst zu markieren. Ja. Ja, ich habe es vorhin über Tastenkombination probiert, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin mir das auch nicht ganz sicher. Ja, noch eine Frage? Ah, welche haben es denn? Ah, okay. Genau. Das liegt daran, dass bei der Einstellung hier müsste wahrscheinlich hierarchisch, genau. Hierarchisch heißt, oder wenn ich das auf hierarchisch umstelle, dann werden im Prinzip, dann werden die Vererbungsregeln angezeigt. Es kann nämlich jede Vorlage
Eigenschaften von einer ihr überstehenden Erben bzw. Eigenschaften einer ihr unterstehende Vererben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Standard die Standardschriftart ändere, dann schlägt sich das auf alle anderen Vorlagen durch. Wenn ich die normale Textkörpervorlage. Bitte? Ich habe gerade die Technik kaputt. Ja, ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. So. Genau. Ist die Standardtextkörpervorlage da? Hört mich nicht. Ist da? Okay, genau. So. Und dann ist es die nächste Aufgabe. Ja, genau. Wie haben es denn die meisten eingestellt? Auf alle Vorlagen oder auf hierarchisch? Dann stelle ich es so ein, wie es alle haben. Keiner hat so. Dann gehen wir zurück. So, dann ist es die nächste Aufgabe, alle diese Absätze zu formatieren und diese neue Vorlage zuzuweisen. Man kann das auch machen, indem man das hier oben auswählt. Jetzt fällt bestimmt auf, dass dieses Vorgehen relativ mühsam ist, weil man nämlich die ganzen Leerzeilen von Hand entfernen muss. Und das ist leider so. Das ist relativ mühsam. Man kann über Suchen und Ersetzen da was machen. Das kann ich nachher zeigen, aber das ist nicht ganz trivial. Wir machen es jetzt erstmal von Hand. Das heißt, wir machen es fast von Hand. Ja. Ohne Automatisierung. Genau, genau. Was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes. Ich verwende die Suchen- und Ersetzen-Funktion, mit der geht es etwas zügiger. Und zwar lasse ich über Bearbeiten, Suchen und Ersetzen. Wenn ich die weiteren Optionen aufklappe, dann sehe ich eine Möglichkeit, nach Absatzvorlagen zu suchen. Und wir wollen jetzt ja alle Standardvorlagen durch den Textkörper ersetzen. Das heißt, wir schalten das an, lassen den Standard suchen. Und durch den Textkörper ersetzen und lasse das bei allen machen. Und dann steht da, dass das 67 Mal getan wurde. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch um die Leerzeilen kümmern. Und das Ganze geht schneller. Da hocke ich mir jetzt auch dazu hin. Wenn es jeder macht, und hier war es jetzt eben hilfreich, die Steuerzeichen angeschaltet zu haben, weil ich tatsächlich sehe, wo eine Leerzeile ist und wo keine ist. Ansonsten muss ich nämlich raten. Okay. Hat überall soweit geklappt? Nein? Wo hängt's? Bitte? Bitte? Ah, suchen und ersetzen. Verstehe. Da gibt es noch ein anderes, das ist dieses hier und
hier ist es dann Suche nach Absatzvorlagen. Das ist. Okay, das ist die Vorversion. Genau, hier. Und dann suchen Sie nach Standard. Und nach Ersetzen durch Textkörper. Super, und dann alle ersetzen lassen. Sollte schon. Okay. Genau. Klicken Sie mal da rein. Darf ich mal kurz? Sie haben schon gemacht. Okay. Okay? Okay. Gut. Okay. Hat funktioniert? Alles klar. Alles gut. Okay. So. Dann ist es jetzt an der Zeit, diese automatische Formatierung kurz auszuprobieren. Und zwar würde ich jetzt gerne die Überschriften mittig ausordnen. Und zwar alle. Das geht, indem die Überschrift 1 Vorlage geändert wird. Also über Rechtsklick auf die Vorlage auf der rechten Seite und dann auf Ändern. Und dann Ausrichtung, zentriert und OK. Und wenn Sie dann jetzt durch das Dokument durchrollen, dann passt sich das Dokument weit an. Das ist sehr praktisch. Es ist auch möglich, die Absatzvorlage zu ändern, indem man den Absatz selber hineinklickt und dann den Eintrag Vorlage bearbeiten wählt, kommt auf das allerselbe raus. Man hat dann auch wieder die Anzeige, dass hier die Absatzvorlage geändert wird. Vorsicht, wenn man sich hier verklickt und den Eintrag Absatz auswählt, dann wird eine harte Formatierung eingefügt. Das heißt, es wird hier nicht mehr die Absatzvorlage bearbeitet, sondern nur noch diese einzelne Zeile. Also, falls man sich fragt, warum eine Änderung nicht dokumentweit durchgreift, dann kann es sein, dass man versehentlich eine harte Formatierung eingerichtet hat. So. Okay. Dann bitte ich Sie jetzt mal auszuprobieren, den Abstand von der Überschrift nach oben auf 1 Zentimeter zu setzen. Funktioniert? Okay, es kommt kein Wehklagen, dann muss es funktionieren. So, dann würde ich jetzt im nächsten Schritt mich um die Nummerierung kümmern. Die Nummerierung, die im Moment dargestellt ist, die ist von Hand eingegeben. Und mir ist vorhin aufgefallen, dass bei der händischen Nummerierung 3, 4, 5, 6, 8 wohl die 7 vergessen worden ist. Das heißt, was wir jetzt abermals nochmals von Hand machen, ist, dass wir diese Nummerierungen entfernen. Wir nehmen die mit der Entfernen-Taste schlicht und ergreifend raus, sodass dann auch am Anfang der Zeile kein Leerzeichen mehr da ist. Soweit so gut? Keiner schreit Stopp, dann machen wir weiter. Das Einfügen der Nummerierung geht jetzt. Halt.
Und jetzt ist der Moment, wo ich kurz ins Stocken komme, weil das hat sich von der Version 4 auf die Version 5 geändert. Es sind nämlich die Menüeinträge einmal durchgeändert worden. Ich suche nach Kapitelnummerierung. Ah, wunderbar. Ich habe es tatsächlich gefunden, Gott sei Dank. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es hier ist. Naja, sei es wie es sei. Die Kapitelnummerierung fügen wir jetzt ein über Format und dann Aufzählungszeichen und Nummerierung. Und was wir, nee, das ist nicht, doch, das ist es. Und zwar, genau. Das ist es nicht. Das ist der Punkt, wo ich vorführe, dass die LibreOffice-Hilfe eine sehr gute ist. Kapitelnummerierung. Wählen Sie Extras Kapitelnummerierung. Extras Kapitelnummerierung. Okay, vergessen Sie alles, was ich vorher gesagt habe. Es ist in Extras Kapitelnummerierung. Es hat sich doch nicht im Ort geändert. Extras Kapitelnummerierung wird jetzt Folgendes gemacht, und zwar legen wir fest, dass immer, wenn ein Absatz die Formatierung Überschrift 1 hat, etwas Bestimmtes passieren soll, nämlich, dass eine Zahl eingefügt werden soll und ob dann davor oder dahinter was passiert. Wir haben jetzt immer die Überschrift 1 verwendet, das heißt, wir möchten jetzt eben den Paragraphen 1 einfügen und davor ein Paragraphenzeichen haben. Da ist es. Und danach kommt ein Leerzeichen. Ich gehe mal auf OK und dann sieht das Ganze so aus. So. Nochmal langsam zum Mitklicken, Extras, Kapitelnummerierung. Ich setze das nochmal zurück. Überschrift 1. Wähle dann aus, also man kann hier natürlich auch eine Nummerierung dann eben mit dem Alphabet haben, mit römischen Zahlen oder aber, falls man in einem anderen Idiom anhängt, auch diese Zeichensätze sind vorhanden. Davor, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass bei der Anzeige hier natürlich das Paragraphenzeichen und die 1 doch sehr aufeinander kleben, da wäre vielleicht noch ein Abstand drin nicht schlecht. Den füge ich ein, indem ich nach diesem Paragraphen dann noch ein Leerzeichen zugebe. Das Feld danach ist mit Vorsicht zu behandeln, weil es gibt in diesem Dialog zwei Möglichkeiten. Ich komme gleich drauf. Es gibt in diesem Dialog zwei Möglichkeiten festzulegen, was danach präsentiert. Und zwar entweder hier, indem ihr hier ein Leerzeichen einfügt, oder aber im anderen Reiter, wo ich dann eben auswähle, bei Nummerierung wird gefolgt von Tabulator, Leerzeichen oder keins. Das kann einen übelst irritieren, wenn man dann zwei Leerzeichen hat oder ein Leerzeichen drin hat und diesem verdammten Leerzeichen nicht Herr wird. Oder, ja, aus Erfahrung. Oder aber, wenn es ein Tabulator ist und die Nummerierung aber, weil es sehr lang ist, gerade so lang ist, dass der Standardtabulator nicht ausreicht und es dann zum nächsten Tabulator springt. Wird hier gelöst. Wie man es macht, ist wurscht, solange man sich für eins entscheidet und es dann durchzieht. Das war eine Frage. Ja, das ist genau mein Problem. Ich habe einen Tabulator drin, das habe ich jetzt gleich sehr. Ja, genau. Genau. Ich entscheide mich jetzt dafür, das erste Mal, dass nichts folgt und dass ich das eben jetzt hier festlege. So. Und wenn ich jetzt hier auf OK gehe, dann ist jetzt auch mein Punkt eingefügt und dann passt es so. So. Und wenn Sie jetzt durchschauen, dann stellen Sie fest, dass alle diese Überschriften nummeriert sind. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich teile jetzt diesen verpflichteten Paragraphen auf und füge einfach nochmal eine weitere fiktionale Überschrift ein. Also ich mache eine Leerzeile, verpflichtete, keine Ahnung, Rechte anderer, wer Rechte hat, wer Verpflichtungen hat, hat auch Rechte anderer und formatiere das mit der Überschrift 1
Und was dann passiert ist, dass die Nummerierung eingefügt wird und die Nummerierung hier unten automatisch eins weiterrückt. So wie es sein soll. Frage? Ja, gerne. Wir kamen, ich überlege gerade, wie ich es zeitlich am geschicktesten mache. Kommen Sie nachher auf mich zu, ja. Dann holen wir es nach. Textkörper als Textvorlage. Ja. Ah. Und dann die einzelnen Überschriften als Überschrift 1 markieren. Ah. Ja, ja. Genau, das ist dann händisch eingefügt worden. Genau. So. Was? Dieses Prinzip ist soweit klar. Was ich dann auch zeigen möchte, ist, die Überschrift zweiter Ordnung einzufügen. Das Prinzip der Überschriftenebenen ist in LibreOffice so gegliedert, dass wenn wir uns einen Text über das Eurogeld vorstellen, dass man dann natürlich das Eurogeld in verschiedenen Kategorien einteilen können. Das heißt, bei den Münzen gibt es dann eben die Kupfermünzen oder die Goldmünzen oder die Silbermünzen, wobei natürlich in den goldenen und silbernen kein Gold und kein Silber drin ist. Und diese Münzen werden dann unterverteilt. Und je nachdem, auf welcher Ebene wir uns befinden, wird die Überschrift erster Ordnung verwendet oder zweiter oder dritter Ordnung. Man kann es dann auch daran ablesen, einfach in dem Fall, wie viele Punkte eben genannt sind. Das heißt, die Überthemen werden mit der Überschrift 1 formatiert, die Unterthemen mit der Überschrift 2 und so weiter. Wenn Sie mich vorhin genau beobachtet haben, haben Sie festgestellt, dass ich bei der zweiten Überschrift auf Überschrift 2 geklickt habe, bevor da mein Gehirn mitgeschaltet hat und ich auf Überschrift 1 umgesprungen bin. Das ist genau das Prinzip, dass die Überschriften erster Ordnung eben mit Überschrift 1 formatiert werden und nicht die erste Überschrift mit Überschrift 1 und die zweite Überschrift mit Überschrift 2. Es geht um die Ebenen. Genau. Und dann bei Überschrift 11 hat man dann ein kleines Problem. Und man sieht dann hier auch, wenn man auf die hierarchische Übersicht umschaltet, auch, was die Überschriftsvorlage alles vererbt. Zum Beispiel ist die Tatsache, dass das Areal als Schrift ist in dieser Überschriftsübervorlage festgelegt. Wenn ich es da ändere, dann ändert sich auch die Schriftart für all diese Überschriften. Das heißt, das ist im Prinzip, weiß ich, wenn jemand schon mal mit einem Content-Management-System gearbeitet hat, das ist die Trennung von Inhalt und Formatierung, von Inhalt und Stylesheet. Und das wird hier im Prinzip dokumentintern umgesetzt. Mache ich jetzt aber nicht. Ich füge jetzt stattdessen zwei Überschriften zweiter Ordnung ein, einfach um es auszuprobieren. Reinigen wäre das eine. Und dann machen wir noch Räumen und Streuen. Was Sie jetzt nicht gesehen haben, ist, wie ich diese Überschriften sehr schnell formatiert habe. Es gibt einen Shortcut. Überschrift erster Ordnung ist Steuerung 1, die Überschrift zweiter Ordnung ist Steuerung 2 und der Textkörper ist eigentlich Steuerung 0. Welche Steuerungskombination Überschrift 10 ist, weiß ich nicht. Und jetzt würde ich Sie bitten, fügen Sie auch Überschriften ein, gleich, und formatieren Sie die auch analog zu diesen Paragraphenzeichen und dann erzählen Sie mir, wie es Ihnen dabei ergangen ist. Sie hatten eine Frage? Ah, okay. Entweder die Taste F11 auf Ihrer Tastatur. Ah ja. Genau. Oder aber hier. Der macht es auch. Ist dasselbe. Das ist dasselbe. Also über F11 kommen Sie immer drauf. Ja, das macht nichts. Okay? Bitte schön. So, dann ziehe ich jetzt da auch mal gleich. Können Sie um mich rumschauen oder bin ich immer im Bild? Nein, es geht, oder? Hier zwei Hocker, das eine ist hier drüben, das ist das zweite. Okay, gut. Haben Sie ausreichend Blickwinkelunterschied? Nur
Dann ist gut. Extras, Kapitelnummerierung. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mich um die Überschriftsebene, um die zweite Ebene kümmere. Das heißt, ich weise der ersten Ebene, die habe ich gerade gemacht, das waren die allgemeinen Überschriften, das heißt, der zweiten Ebene weise ich jetzt eine neue Vorlage zu und ich lege eben fest, dass es die Überschrift 2 ist. Ich könnte auch selber eine Vorlagenkategorie erstellen, erfinden und die dann zuweisen. Funktioniert auch. Ich will jetzt aber, dass hier nochmal die Zahl eingefügt wird. Vollständig heißt, wenn ich das erhöhe, dass dann, ob eben nur der Unterpunkt erwähnt wird, das ist, wenn ich es auf einschalte, oder aber, wie viele der Überebenen mit erwähnt werden sollen. Das heißt, also möchte ich, dass dran steht 1.1 oder aber, wenn ich in der dritten Ebene bin, 1.1.1. Ich nehme jetzt mal beide mit. Ich füge danach noch einen Punkt ein und jetzt überlege gerade, ob ich da noch einen Paragraph dazu mache. Schaut das jetzt gut aus oder nicht, oder lasse ich das weg? Nett, oder? Okay. Und danach ein Punkt und danach kein Leerzeichen, aber das füge ich dann hier ein. So. Ja, bitte. Gerne. Ah, das ist in Extras? Extras, ja. Ja. Gute Frage, an dem habe ich gerade schon die Hilfe bemüht. Genau. Genau. Okay. So. Soweit klar? Gut. Dann würde ich gern Ihnen im nächsten Punkt, ich hatte vorhin was davon gesagt, sich im Dokument zurechtfinden zeigen. Und zwar, das hat soweit geklappt? Okay. LibreOffice destilliert all diese Daten aus dem Dokument, zieht die raus und organisiert die nochmal im Navigator. Der Navigator ist diese Seerose hier. Sie kommen auch mit der Taste F5 drauf. So. Und wenn Sie im Navigator reinschauen, dann sehen Sie, dass hier die Dokumenthierarchie anhand der Überschriften aufgezeigt ist. Und wir können, indem wir zum Beispiel einen Doppelklick auf eine Überschrift machen, dorthin springen. Was allerdings wirklich cool ist, das ist nett, was wirklich cool ist, ist, dass wir das Dokument hier neu strukturieren können. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich sage, nee, dieser Absatz, der muss eigentlich viel weiter nach oben, dann kann ich den hier nach oben ziehen und der ganze Text, der dazugehört, geht mit. Und die Nummerierung wird automatisch angepasst. Bitte? Sonst keine Ahnung. Eine Ufe, Türe, Loslauf, fertig. Nee, ja, genau. Kochen kann er nicht, aber das kann er gut. Das heißt, also ich markiere diese Ordnungswidrigkeiten und schiebe die einfach dahin, wo ich die brauche. Und der Text, der da dazugehört, der wandert einfach mit. Und die Nummerierung passt sich an. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der die Übergänge gern genau schreibt, muss ich jetzt meine Übergänge wieder neu anpassen, aber ich kann das Dokument eigentlich innerhalb von Sekunden neu organisieren, ohne dass ich seitenübergreifend irgendwelche Absätze markieren muss, dann verschluckt sich Word an den Bildern und fügt die an dem Ort ein, wo man sie nicht haben will und auch noch niemals hatte oder frisst sie ganz, fällt alles weg. Ich kann auch, wenn ich sage, eigentlich gehören diese Punkte, das hier, sind Unterpunkte von dem da oben, dann kann ich die auch einrücken. Und entweder eine Ebene rauf oder eine Ebene runtersetzen. Und natürlich passt sich auch gleich die Formatierung an, weil ich habe ja vorhin festgelegt, dass die Ebene 1 sich aus der Überschrift 1 speist, also Überschrift aus der Überschrift 1 speist und dass sich die Ebene 2 aus der Überschrift 2 speist. Und so ist dieser Navigator dann
für die Navigation eigentlich okay, aber im Prinzip ist es nochmal ein ganz anderes Lenkrad, nochmal ein extra Gaspedal, nochmal eine extra Gangschaltung für das komplette Dokument. Was Sie hier unten sehen, ist, dass auch alle Bilder zum Beispiel hier verzeichnet werden. Und dass auch alle Tabellen hier aufgelistet sind und alle Textrahmen. Das heißt, wenn wir jetzt im Text Bilder hätten oder Textrahmen oder Tabellen, dann könnten wir durch Doppelklick direkt zu diesen Tabellen hinspringen. Und dann wären die da, dann wären wir da. Eins, zwei. Bilder. Ja. Ja. Okay, zeige ich, mache ich. Okay? Die Frage von Ihnen war? Ah, okay, alles klar. Okay. Okay. Alles klar. Das Einfügen von Bildern, das ist der kleine Exkurs, geht über Einfügen Bild und dann wähle ich ein Bild aus. Da habe ich jetzt keine. Habe ich da eins? Genau. Füge jetzt das Bild von mir ein, das ist ein etwas älteres. Ja, danke. Gott sei Dank. Das lässt sich dann verkleinern. Und dann fügt sich dieses Bild schlicht und ergreifend ein. Dann ist es drin. Genau. Es gibt bei der Bildformatierung, das nebenbei zu bemerken, wenn ich das Bild jetzt doppelt klicke, dann kann ich bei den Optionen den Bildnamen festlegen und das ist der Name, der dann hier auftaucht. Das heißt, hier benenne ich dann das Bild um, wenn ich das jetzt eben das Bild von mir ist. Und auf OK gehe, dann ist das Bild hier auch unter diesen Bildnamen gelistet. Weil wenn man die Bilder einfach nur einfügt, dann hat man irgendwann Bild 1 bis 100, was genauso nützlich ist, wie sie gar nicht gelistet zu haben. Ja. Das Bild mit den Punkten hast du den Ausschnitt festgelegt? Nein, das war die Vergrößerung und Verkleinerung. Genau, ich habe das hier an dem grünen Punkt einfach angefasst und dann bin ich runtergefahren und habe es wieder losgelassen, damit es kleiner ist. Okay, das ist die Bildbearbeitung. Ja, das ist im Prinzip dasselbe. Ja. Was man jetzt hier sehr gut sieht, ist, dass das Bild an diesem Absatz hier verankert ist. Das heißt, da wo der Absatz hingeht, wenn ich jetzt den Absatz durch die Gegend schiebe, da geht auch das Bild hin. Genau, es gibt verschiedene Arten der Verankerung. Die Verankerung ist am Absatz, so wie hier, an der Seite, wie es der Kollege gerade gesagt hat, und dann gibt es noch die Verankerung als Zeichen. Das heißt, das Bild verhält sich so wie ein Buchstabe. Die von mir bevorzugte Art, ein Bild einzubinden, ist als Zeichen, weil es dann die Dinge tut, die ein Buchstabe oder ein Wort tut. Wenn ich jetzt hier, und das ist... Wenn ich jetzt den Text immer weiter nach unten verschiebe, da bleibt irgendwann das Bild stehen und irgendwann springt es dann ganz. Und es ist ein Faktor, der bei der automatischen Formatierung dagegen läuft, weil man eigentlich sich wieder um etwas von Hand kümmern muss, was man eigentlich loswerden wollte. Deswegen habe ich relativ wenige Bilder mit Bildumlauf, sondern verankert die als Zeichen. Das geht, indem ich nach einem Doppelklick die Verankerung als Zeichen auswähle. Ah, okay. Ich mache einen Doppelklick aufs Bild. Eins, zwei. Typ. Verankerung als Zeichen. Und dann sehen wir auch hier sehr, sehr genau, dass das Bild eben oberhalb der Grundlinie des Zeichens angeordnet ist. Man kann es auch mittig, man kann es zur Gesamtzeichenhöhe ausordnen. Also die Möglichkeiten gibt es alle da, aber so hängt es dann zusammen. Und was dann passiert, ist Folgendes, wenn ich das so mache, dass ich jetzt hier, wenn ich da jetzt reinzoome,
im Beispiel ist jetzt ein bisschen doof, das Bild ist im Prinzip ein übergroßer Buchstabe. Ich schneide das jetzt aus und stecke das in eine eigene Zeile rein. Und dann verhält sich dieses Bild jetzt wie ein Buchstabe. Das heißt, wenn es mir auf die Seite drauf passt, passt es drauf und es geht auf die nächste Zeile rüber. Und ich erstelle meistens für die Zeilen mit dem Bild eine extra Vorlage, damit oben und unten ein bisschen Abstand ist, weil man einfach vielleicht nochmal einen halben oder einen ganzen Zentimeter braucht. Und dann kann man eine automatische Bildbeschreibung noch dazufügen, die dann natürlich im... Wo war's? Ah, genau. Nee, wo ist das hin? Ich werde es nachher nochmal suchen. Die Abbildungsbeschreibungen sind dann natürlich auch zum Beispiel als Inhaltsverzeichnis oder ähnliches einbindbar, sodass es dann auch organisiert wird. Okay. Hat ihr es denn vorgesehen gehabt? War aber eigentlich eine gute Frage. Ja. Ja, echt super, danke. Aber ich tue mich auch mit Bildern beschäftigen, ja, und einen Text. Und du hast ein gutes Bild, das kannst du nicht beschreiben, aber klar klingen oder erledigen. Mhm. Genau, genau. Ja, das Wichtige zum Bild ist es tatsächlich als Zeichen einzufügen. Wenn man eine grafische Arbeit macht und irgendeinen Folder oder Flyer gestaltet, dann kann man es gerne irgendwo verankern am Zeichen oder am Absatz, aber wenn es darum geht, Arbeit loszuwerden, dann ist die Verankerung als Zeichen der einzige Weg, der Arbeit abnimmt. Ansonsten muss man dem Bild ständig hinterherrennen. Frage? Es bleibt jetzt aber der Platz frei. Bitte? Ja, außer ich ändere den Absatz und sage, dass... Ach so, nee, dadurch, wenn ich jetzt hier was reinschreibe, dann ist es ja wie Buchstabe. Ich kann auch was davor schreiben. Ja, jetzt kommt Chefe und will aber das Bild rechts haben und aber links davon Text. Dann muss ich es am Absatz verankern und muss es bei Umformatierungen extra verarzten. Das geht schon. Geht folgendermaßen. Dann wechselt der Chef und dann macht man den ganzen Kram wieder rückwärts. Bitte? Ich kann auch einen Rahmen geben, das Bild in den Rahmen stecken und den Rahmen kann ich dann verschieben. Ja, ist möglich, aber nicht nötig, weil ich kann zum Beispiel einen Rahmen gleich um das Bild drumherum machen, wenn ich das möchte. Ja. Genau. Ja. Ja. Die Verankerungseigenschaften vom Rahmen und vom Bild sind eigentlich identisch, nur dass ich in den Rahmen noch was einfügen kann, ein Text oder ein Bild oder einen anderen Rahmen, wohingegen ein Bild kann ich nichts mehr einfügen. Aber ist vom Prinzip her so. Genau. Genau. Was ich jetzt hier vorne gemacht habe, ist, dass ich das am Absatz verankert habe, dann kann ich das natürlich auch nach rechts drüber formatieren. Und dann läuft der Text da natürlich auch prima drumherum. Ich muss mich dann allerdings wieder drum kümmern, wenn sich zum Beispiel durch Umformatierungen da Änderungen ergeben. Ist machbar, macht aber extra Arbeit. Soweit so gut? Soweit so gut. So. Dann würde ich jetzt, da haben wir doch eine Folie dazu, machen wir mal Folie. Genau. So, was haben wir denn jetzt gemacht? Wir hatten aus der grünen Blase Abstand zu anderen Absätzen. Ausrichtung haben wir gemacht. Silbentrennung. Silbentrennung ist praktisch, weil sie Platz spart. Silbentrennung ist in LibreOffice eine Eigenschaft des Absatzes, ob Sie es glauben oder nicht. Ich schalte die Silbentrennung ein, indem ich die Absatzvorlage bearbeite. Und dann im Textfluss die Silbentrennung automatisch vornehmen lasse. Unter Linux benötigen Sie dann in der Regel ein Zusatzpaket wie entweder MySpell oder iSpell oder ASpell, das eben die Silbentrennung organisiert. Das ist da so Ding, oder? Ja. Ja. Genau. Ja. Und jetzt ist hier, jetzt habe ich das eingeschaltet, jetzt hat sich auch automatisch hier der Text getrennt.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das auch beeinflussen kann, indem ich... Ja, nein? Ja. Ich kann auch von Hand einen sogenannten weichen Umbruch einfügen, indem ich Steuerung minus drücke. Der wird nur dann angezeigt, wenn er verwendet wird. Ich nehme jetzt mal das Vorwort raus, damit das Restliche komplett reinpasst. Und dann wird das Wort nicht mehr umgebrochen. Und im Ausdruck erscheint das Trennzeichen nicht und auch der graue Rahmen nicht. Also ich, weil manchmal brauche ich einen Umbruch, wenn es die Automatik nicht erkennt, oder aber das ist textlich so ungeschickt umgebrochen, dass man es gar nicht so haben will. Ich kann bei der Silbentrennung auch einstellen, wie scharf die eingestellt ist letzten Endes. Also ob ich mindestens zwei Zeilen in der, am Rest der Zeile habe oder dass mindestens zwei Zeichen in der neuen Zeile stehen. Und ich kann sogar einstellen, 0 heißt hier unendlich, dass ich maximal 2 oder 3 Trennstellen aufeinander habe. Die Drucker sind ein bisschen allergisch. Als Hausanwender ist es einem wahrscheinlich wurscht. Ein anderes Thema zum Textfluss ist, dass ich in den Optionen die Schusterjungen-Regelung und die Hurenkinder-Regelung festlegen kann. Unter diesen doch recht interessanten Namen verbirgt sich Folgendes. Platz. Habe ich das noch? Dann erzeugen wir es. So. Fragen Sie nicht, welches ist. Hurenkinder- und Schusterjungen-Regelung beschäftigt sich damit, dass auf der neuen Seite keine einzelne Zeile übrig bleiben soll, beziehungsweise auf der vorherigen Seite auch keine einzelne übrig bleiben soll. Das will man nicht. Handelsüblich lösen das die Menschen damit, indem sie einfach so viele Leerzeilen einfügen, dass es passt. Das Problem ist, wenn man es dann so gemacht hat, dass man es irgendwann nicht mehr so möchte, weil zum Beispiel ein neuer Chef kommt. Und dann verändere ich das, indem ich eben diese Schusterjungen-Regelung und Hurenkinder-Regelung einfüge, in der einfach festgelegt wird, es müssen mindestens 2 Zeilen oben bleiben oder mindestens 2 Zeilen auf der nächsten Seite sein. Optisch am schönsten schaut es aus, wenn es mindestens 3 sind. Also, das ist aber eher so ein persönliches Empfinden. Wenn ich das jetzt auf 3 stelle, passiert Folgendes, dass zum Beispiel dieser Dreierabsatz hier, der wird gar nicht umgebrochen. Wenn ich den nach unten schiebe, springt der komplett. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier mit viel Spucke einen Mega-Absatz zusammenkleister, halt, das ist ein D-Mark-Text, habe ich den aufgetrieben. Ja, oh Gott. Da wisst ihr, wie alt der Vortrag ist. Dass jetzt eben hier, obwohl oben eigentlich noch Platz wäre, dafür gesorgt wird, dass mindestens 3 Zeilen auf der nächsten Seite sind. Wenn ich das jetzt von Hand umstelle und sage, es sollen nur 2 sein, dann wird eine Zeile nach oben springen, weil sie nämlich noch hinpasst. Ja. Genau, wie kam ich da eigentlich hin? Ja, ich habe es mir gerade überlegt, ich muss da nochmal die Bremse reinhauen. Gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich klicke mit rechts in den Text und dann auf Vorlage bearbeiten. Der allerletzte Eintrag. Und jetzt, da müssen Sie allerdings aufpassen, was Sie jetzt sehen, was jetzt hier bearbeitet wird, ist die Textvorlage. Es gibt noch einen Eintrag, der fast dasselbe Menü hervorzaubert, und zwar ist es der Eintrag Absatz. Und damit wird nur dieser Absatz hart formatiert. Muss man aufpassen. Genau. Die andere Möglichkeit ist, über Format Absatz das zu machen. Kann man hier auch die Formatvorlagen sind hier nicht drin. Oder aber letzte Möglichkeit eben über die Formatvorlagen mit einem Rechtsklick hier rein. Das geht auch. Das führt alles zum selben Ort. Okay. Automatische Seitenumbrüche,
Absatzinhalt, oh ja, das ist auch was sehr Interessantes, und zwar Folgendes. Absatzzusammenhalt heißt, dass Absätze nicht voneinander getrennt werden. Das ist zum Beispiel bei Überschriften sehr wichtig. Es soll ja zum Beispiel sichergestellt sein, dass... Genau, dass im Prinzip dieser Schusterjungen- und Hurenkindereffekt nicht auftritt. Es ist ja wichtig, dass dieser Paragraph nicht hier oben raufrutscht. Das liegt daran, dass jemand, als das Programm geschrieben hat, festgelegt hat, Überschrift 1 soll immer mit dem nächsten Absatz zusammengehalten werden. Finden wir, indem wir mit rechts reinklicken, uns die Absatzvorlage anschauen und dann sehen Sie, dass hier mit folgendem Absatz zusammenhalten immer angehakt ist. Wenn ich das abhake, haut es nach oben ab. Das ist die Regelung da dafür. Was ich hier auch machen kann, ist... Ja, Frage? Das heißt, es müssen also wie nach der Schusterjungen Regel mindestens dann die zwei Zeilen da sein, oder? Ja. Genau, gute Frage. Die Regelung für die Absätze greift natürlich weiter. Wenn jetzt vom Absatz nur noch zwei Zeilen draufpassen, ich aber gesagt habe, es sollen drei sein, wird alles umgebrochen. Auf die nächste Seite. Genau. Ja. Ja. Das kann dann dazu führen, dass man zum Beispiel Weißflächen hat, wo man keine haben möchte. Weil dann natürlich vielleicht 4 Zentimeter Text fehlen. Aber genau, das passiert dann. Das ist ein sehr guter Beitrag. Der war sehr wichtig. Okay. Und was ich jetzt noch zeigen wollte, ist, es gibt auch eine Möglichkeit, vor einer Überschrift automatisch eine neue Seite einfügen zu lassen. Das hat man, wenn man ein Buch zum Beispiel in verschiedene größere Kapitel gliedern möchte. Auch das geht über die Absatzvorlage, wieder mit Rechtsklick. Das ist dann der Umbruch vom Typ Seite, der davor eingefügt wird. Und was passiert ist, dass ich dann jede Überschrift eben ihre eigene Seite bekommt. Jede Überschrift erster Ordnung. Das war Rechtsklick, Vorlage bearbeiten und dann Textfluss im mittleren Bereich Umbruch einfügen. Und ich kann natürlich, wenn ich meine Seiten in eigenen Vorlagen organisiert habe, auch zum Beispiel dann eine andere Seitenvorlage einfügen. Und ich kann auch die Nummerierung neu starten lassen, wenn ich möchte. Oder wenn ich es brauche. Weil ich möchte ja, wenn ich ein Inhaltsverzeichnis zum Beispiel habe, das vielleicht römisch durchnummerieren lassen, meinen eigenen Text nochmal bei 1 anfangen lassen und dann aber mit arabischen Ziffern machen lassen. Obwohl die arabischen Ziffern überhaupt nicht arabisch sind. Ich habe neulich arabische Zahlen gesehen, die schauen wirklich nach allem aus, aber nicht nach dem, was wir verwenden. Okay. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Genau, Schriftbild, Größe, Absatzzusammenhalt haben wir uns unterhalten. Zeichen, das ist jetzt auch noch interessant. Zeichenformatierung ist dann zum Beispiel wichtig, wenn wir einzelne Wörter zum Beispiel immer fett oder immer in Kapitälchen schreiben möchten. Geht dann folgendermaßen. Die Formatvorlagen sind in 5 Bereiche gegliedert, die man hier oben umschaltet. Das sind geschickterweise genau die Kategorien, die ich hier auch in der Grafik umgesetzt habe. Absatz, Zeichen, Rahmen, Seite, Liste. Oder im Programm selber. Absatz, Zeichen, Rahmen, Seite, Liste. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem Dokument ein Internet-Link drin ist, dann ist es über diese Formatvorlage definiert. Die macht keinen ganzen Absatz, sondern nur das Wort oder die Wörter, die damit markiert sind. Und so kann ich dann, wenn ich in einer Arbeit, manchmal sieht man das, dass eben verschiedene Autoren oder sowas zitiert werden und dass man die in Kapitälchen schreibt, dann kann ich eben zum Beispiel eine Autorenvorlage erstellen und die dann eben mit Kapitälchen formatieren lassen, wenn ich das möchte. Auch soweit so gut?
würde ich jetzt gerne ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Das ist immer mein Lieblingsteil. Da steigert sich die Begeisterung des Vortragenden immer relativ weit. Ja. So, ich nehme jetzt mal eben diese Seitenformatierung wieder raus. Ich füge das Inhaltsverzeichnis an dieser Stelle ein. Und zwar, ich klicke auf Einfügen, Verzeichnis, Verzeichnis, okay. Und das war's dann. Mhm. Finde ich auch. Was man jetzt hier sieht, ist, dass die Nummerierung Überschriften übernommen wird und dass auch die Seitenzahlen angegeben werden. Wenn ich jetzt im Text Veränderungen vornehme, diese Liste wird nur vorm Drucken, vorm Speichern und beim Neuöffnen aufgefrischt. Deswegen, wenn Sie da drin arbeiten und es tut sich hier drin nichts, das liegt daran, dass es LibreOffice nur zu diesen drei Zeitpunkten macht. Sie können es auch von Hand erzwingen, genau, indem Sie es speichern. Es gibt auch noch andere Tastenkombinationen, aber die ist mir gerade entfallen. Es gibt einen, irgendwas mit F. Irgendwas mit Alt und F. Aber wenn man es speichert, dann hat man es ja genauso. Dann wird es auch aufgefrischt. Ich glaube beim Speichern, ja. Beim Speichern. Genau. Genau. Die Formatierung, wenn Sie jetzt schauen, die Formatierung dieses Inhaltsverzeichnisses funktioniert natürlich über Vorlagen. Das heißt, wenn ich jetzt damit rechts in das Inhaltsverzeichnis hineinklicke und das bearbeiten lasse, dann kann ich im Reiter Vorlagen festlegen, welcher Ebene welche Absatzvorlage zugewiesen ist. Und ich finde dann diese Inhaltsverzeichnisvorlagen auch in den Absatzvorlagen unter Verzeichnis, genau. Und kann dann eben so zum Beispiel feststellen, ich finde diese Inhaltsverzeichnisse, die Zeilen kleben immer ein bisschen aufeinander. Da tut ein klein bisschen Abstand eigentlich in der Regel gar nicht schlecht. Und dann ist das schon ein bisschen besser vom Platz her versehen. Das gilt natürlich auch für die Überschriften zweiter Ebene, kann man auch noch ein bisschen nachregeln. Genau. Ich kann, das mit dem Einfügen vom Inhaltsverzeichnis hat überall geklappt, hat keiner geschrien, ich kann in diesem Inhaltsverzeichnis auch festlegen, was überhaupt angezeigt wird. Im Beispiel hier, das gerade von allem Möglichen verdeckt wird, ist die Reihenfolge so, dass die Nummerierung angezeigt wird, der Text, dann kommt ein Füller und dann kommt die Seitennummer. Das wird über Rechtsklick und Bearbeiten, kann ich über Rechtsklick und Verzeichnis bearbeiten, kann ich das konfigurieren. Und zwar E mit dem Hashzeichen ist die Nummer des Eintrags, das ist die Überschrift selber, das ist der Tabulator, der mit den Punkten gefüllt ist und das hier ist dann die Seitenzahl, auf der es steht. LS sorgt dafür, dass LibreOffice intern ein Link angelegt wird, das heißt, wenn ich jetzt in diesem Inhaltsverzeichnis mit Steuerung auf den Paragraph 5 draufklicke, dann kann ich da hinfahren. Und dieses LS sorgt dafür, dass dieser Link eingefügt wird, der, wenn ich es dann zum Beispiel als PDF exportiere, auch innerhalb des PDFs vorhanden ist. Ah, genau. Der kommt dann daher. Ich kann jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auf der Ebene 1 die Seitennummer nicht haben und auch den Tabulator nicht haben, ich klicke die an und dann nehme ich die mit der Entfernen-Taste raus auf der Tastatur. Dann muss ich die Tastatur dazu nehmen. Da gibt es keinen Knopf dafür, um das zu entfernen. Wenn ich jetzt auf OK gehe, dann fehlen die Punkte und die Nummer hinten dran. Ich kann auch, wenn ich sage, der Abstand ist mir zu klein, kann ich diesen Abstand auch steuern,
indem ich, das ist die zweite Ebene, hier vor diesen Tabulator, in diesen Zwischenraum, noch ein Leerzeichen reintippe. Ich kann da drin die Steuerzeichen, die man im Textdokument anschalten kann, leider nicht anmachen. Deswegen sieht man es nicht. Deswegen sage ich es Ihnen, damit Sie es wissen. Wenn ich jetzt hier das auf OK gehe, dann ist hier ein winziger Abstand eingefügt worden. Und ich kann natürlich auch festlegen, dass dieser Tabulator, wo auch immer er war, dass der ein anderes Füllzeichen hat, wenn ich das möchte. Also ich kann auch, ich wüsste nicht genau, was mich hier einfügen würde. Vielleicht ein Minus, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ja, es waren eh Punkte. Ne? Oder Unterstriche sind nur drin. Ne? Ja. So man möchte, so Sie es einstellen möchten, dort ist der Ort, an dem Sie es einstellen. Okay. Soweit so gut? Okay. Dann würde ich jetzt als nächstes mich noch ein bisschen um Seitenformatierung kümmern. Ich überlege jetzt gerade, wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit, was wir mit der halben Stunde am geschicktesten machen. Ich glaube, was noch interessant ist Seitenformatierung, dass man zum Beispiel die erste Seite anders gestalten kann als die Folgeseiten, dass man eben zum Beispiel die Seitennummerierung rausschmeißt. Oder aber, dass man auch, wenn man mal eine Seite im Querformat braucht, dass man dann eine Seite im Querformat einfügen kann und danach wieder umschaltet. Das würde ich jetzt auf alle Fälle. Ist es von Interesse? Ja? Weil dann würde ich es da damit weitermachen, weil das ist immer noch so ein Punkt ist, der eigentlich ganz praktisch ist. Frage. Wie kann ich zum Beispiel da sagen, möchte ich dieses Format zum Beispiel komplett speichern? Also komplett bevorladen. Okay. Ja, das geht. Dokument erstellen und dann. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich erstelle eine Vorlage, also Datei, und dann als Vorlage speichern. Oder aber, wenn ich weiß, ich habe ein Dokument, in dem alles so formatiert ist, wie ich es möchte, dann kann ich aus diesem Dokument die Vorlagen laden lassen. Das heißt, wenn ich auf Vorlagen laden gehe und bereits ein Dokument habe, also das eben gefüllt ist mit was auch immer, dann kann ich hier aus Datei in meine Dateien gehen und dann einfach das Dokument markieren, aus dem ich da jetzt eben mich speisen möchte. Nicht, dass ich wüsste, ist gute Frage. Nicht, dass ich wüsste. Könnte aber sein. Das wäre. Aber was der Kollege fragt ist, kann ich im Prinzip diesen Vorlagensatz extrahieren und den extra aufheben? Also wenn ich jetzt im Prinzip, ich habe jetzt was ich einige Formatierungen eingefügt, wenn ich jetzt den Kram hier rauslösche, okay, schon geht's los. Verzeichnis löschen. So. Und wenn ich das jetzt als Vorlage speichere, dann ist es eigentlich schon der Satz. Also ich denke, das ist die kleinstmögliche Variante. Das nochmal extra zu extrahieren, kenne ich keinen Weg. Okay. Bitte? Genau. Also ich habe zum Beispiel eben für Rechnungen bestimmt. Genau. Es gibt für diese Art von Vorlagenerstellung gibt es eine Möglichkeit, ich habe gesagt, dass ich eigentlich in der Kinder- und Jugendhilfe arbeite und da die Brötchen verdiene. Wir arbeiten da auch mit Vorlagen. Das heißt, wir haben dann Dateien, die als Vorlagen gespeichert sind und die dann aber, ich hoffe, dass jetzt, habe jetzt da was da. Hilfeberichte, da sind wir da. Genau. Dann sind jetzt eben in dieser
warum jetzt? Dann sind eben, also in dieser Vorlagendatei verschiedene Felder erstellt und es gibt dann noch eine Möglichkeit, einen sogenannten Platzhalter einzufügen. Ich zeige das ganz kurz. Feldbefehl, weitere Feldbefehle, Platzhalter. Bitte hier die Ziele einfügen. Und kann dann eben hier nochmal Felder erstellen, die der Benutzer anklickt und dann mit seinen eigenen Inhalten überschreibt. Ich kann auch ein echtes Feld einfügen, mit dem ich dann das Ganze nochmal extra aus dem ODT auch auslesen lassen kann. Aber man erstellt dann, also ich würde dann eine ODT-Datei erstellen, die dann eben über bestimmte Dinge wie einen Briefkopf, Felder für das Adressfeld bereits verfügt und das dann eben unter einem aussagekräftigen Namen speichern. Aber es gibt keine Möglichkeit, soweit ich weiß, dass man irgendwo eine zentrale Vorlage hat, wo, wenn ich zum Beispiel jetzt eine einzige, wenn ich jetzt diese Vorlage ändere, dass alle anderen das vererben. Das wüsste ich nicht. Also wenn jemand einen Corporate Identity Wechsel macht, dann ist es viel Arbeit. Soweit? Ja. Soweit. Genau. Formatierung von Seiten. Die Formatierung von Vorlagen wird Ihnen hier oben angezeigt, von Absatzvorlagen. Die verwendete Seitenformatierung ist ganz unten. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, warum hier Standard steht, das ist die Standardseite. Und die Standardseite kann ich abwählen, indem ich sie mit rechts anklicke und eine andere Seite auswähle. Das ist der Weg 1. Der Weg 2 ist, in den Stylisten hineinzugehen und sich hier die Seitenvorlagen anzusehen. Ich formatiere das jetzt mal hier als erste Seite und dann passiert auf den allerersten Blick nichts. Ich werde jetzt mal in dieser ersten Seite festlegen, dass die Seite oben viel mehr Weißraum hat, indem ich den Rand oben auf 10 cm setze. Und dann passiert Folgendes, dass die erste Seite jetzt sehr viel mehr Platz hat oben und die zweite Seite, die als Standard formatiert ist, nicht. Und auf diese Art und Weise kann ich dann auch zum Beispiel auf der Standardseite eine Kopfzeile mit der Seitennummer einfügen, die auf der ersten Seite nicht da ist. Das macht die Konkurrenz aus Redmond ganz anders. In LibreOffice wird das wie folgt gelöst, dass ich zunächst in die Seitenvorlage eine Kopfzeile einfüge und dann, wenn ich hineingeklickt habe, die Seitennummer. Und jetzt nochmal langsam zum Mitklicken. Das heißt, ich mache das jetzt rückgängig. Aus ja. Seite. Was hier sehr verwirrend ist, ist, dass wenn ich die Seite formatiere, ich die Seitenvorlage formatiere. Es steht nicht dran, Seitenvorlage bearbeiten, es steht einfach nur Seite dran. Wenn ich im Absatz auf Absatz formatieren klicke, dann formatiere ich tatsächlich nur den Absatz. Aber wenn ich auf Seite klicke, dann bearbeite ich die Seitenvorlage. Also, ich habe zunächst die Seite als erste Seite formatiert, dann kann ich die nach eigenem Gusto über Ändern entsprechend anpassen, ich kann auch die Ränder anpassen und bei Verwalten, das ist sehr wichtig, ich kann festlegen, was auf die erste Seite folgt. Also wenn ich ganz unten auf der ersten Seite bin, dann soll die Standardvorlage verwendet werden. Ich könnte auch es gibt ja die Möglichkeit, ich habe rechte und linke Seiten. Ich kann im Prinzip auf eine rechte Seite eine linke Seite folgen lassen und auf eine linke Seite eine rechte Seite folgen lassen.
Ist möglich, ist nicht unbedingt sinnvoll, weil ich kann die Seiten auch spiegeln lassen. Dann geht es von alleine. Aber ich kann im Prinzip über die Verwaltung festlegen, dass mit den Folgevorlagen das eben übergeben wird, welcher Parameter, was möchte ich als nächste Seite haben. Deswegen passiert auch, wenn Sie eine Überschrift erster Ordnung eintippen und Sie auf Enter drücken, dass Sie dann in der Textvorlage landen, weil es in der Überschrift 1-Vorlage so festgelegt ist. Deswegen ist es so, wie es ist. So, jetzt mache ich da oben nochmal meinen Platz rein. Extra Raum. Und ich kann das Einfügen von der Kopfzeile geht auch schneller, und zwar indem ich in diesen Bereich hier oben einmal reinklicke, dann erscheint dieses blaue Fenster und ich kann dann über ein Plus die Kopfzeile einfach einfügen. Das Ganze funktioniert natürlich auch für die Fußzeilen. Wenn ich in diesen Fußzeilenbereich hineinklicke, dann kann ich die hier einfach ergänzen lassen. Das Einfügen der Seitennummerierung selber ist dann ein Feldbefehl, der über Einfügen Seitennummer geschieht. Und ich kann dann eben vorne dran auch noch zum Beispiel Seite 1 hinschreiben. Das schreibe ich dann allerdings aber von Hand rein. Das ist dann keine Funktion des Textverarbeitungsprogramms. Und ich kann das dann auch von Hand oder über die Seitenvorlage. Sie sehen nämlich, okay, habe ich gesehen, dass auch die Fußzeile eine eigene Vorlage hat. Kann ich das dann eben zum Beispiel zentrieren lassen oder rechtsbündig machen lassen oder wo auch immer? Ihr Frage? Gerne. Auf der rechten Seite? Ja. Okay. Entweder über die Taste F5. Ja. F5? Genau, da ist es jetzt an der. Ah, nee, Quatsch, F11. F11. Ja. Ah ja, genau. Und es müsste auch in Ansicht drin sein. Schauen Sie mal. Ansicht, weil da unter Format ist. Nee. Ja. Unter Ansicht Formatvorlagen. Ah, ja. Genau. Besten Dank. Ja, kein Problem. Genau. Frage war gerade, wie scheiß Nummer ein, wie scheiß Nummer aus. Es gibt eben noch einen weiteren Weg. Es ist nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, unter Format versteckt, sondern tatsächlich unter der Ansicht. Ich glaube, das war unter der Version 4, war das noch anders. LibreOffice hat zwischen Version 4 und 5 einmal die Menüordnung komplett neu durchsortiert, sodass es im Prinzip die ganze Anwenderschaft auf der Suche ist. Die Formatierung als solches scheint allerdings doch irgendwie recht sinnig zu sein. Okay. Genau. Soweit. So gut. Frage. Ja. LibreOffice selber, LibreOffice googeln und dann von der Webseite herunterladen. Gibt es für Windows, Linux und Mac. Das ist jetzt die Linux-Fassung hier. Aber es läuft auf Windows. Das wird automatisch angezeigt. Das können Ihnen die Leute unten beim Fedora-Stand zum Beispiel erklären. Aha, ja, gut. Oder beim Debian-Stand. Passt, danke schön. Ja, bitte, kein Problem. Genau, bitte. Wir nähern uns langsam dem Ende, ja. Können wir machen, ja. Genau. Servus, danke fürs Interesse. Ja. Genau. Genau. Okay. Das ist angezeigt. Seitenformatierung auch soweit so klar. Okay, die Verzeichnisse haben wir gemacht. Genau, einen wichtigen Punkt noch. Man hat oftmals für Dokumente einen Titel. Es empfiehlt sich dafür nicht, die Überschriftenvorlage zu verwenden, weil die später bei der Kapitelauswertung mitverwendet wird. Es gibt eine extra Titel- und Untertitelvorlage.
bitte diese verwenden. Dann spart man sich auch, dass man eben in diese Überschriften, dass man die dann später nochmal da nochmal reinrutscht. Also wenn er unter Paragraph 1 übertragt, unter noch etwas Kleines stehen soll. Genau. Genau, 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 genau. Was ich jetzt gerne noch zeigen würde, wäre Querverweise, weil nachdem wir jetzt diese wunderbare Ordnung hier eingefügt haben, ist natürlich auch sinnvoll, die noch weiter verwenden zu können. Querverweis heißt, ich sage im Dokument, bitte schauen Sie auf Seite so und so viel, im Kapitel so und so viel nach. Geschieht folgendermaßen. Also ich möchte jetzt hier einfügen, siehe Rechte anderer. Anderer. Möchte allerdings das eben über ein Feld lösen, damit, wenn sich mal die Seitennummerierung oder die Kapitelnummerierung ändert, ich das noch machen kann. Geht dann über Einfügen, Feldbefehl, Weitere. Und hier ist es dann Querverweise. Und ich füge dann eben von meinen nummerierten Absätzen oder von meinen Überschriften entweder den Text selber ein oder zum Beispiel die Seitennummer. Also ich füge jetzt mal den Text ein und dann die Seitennummer auf Seite 1. Und wenn ich jetzt das jetzt auf Seite 2 formatiere und den Text ändere, der So, jetzt schauen wir mal, ob es das beim Speichern tatsächlich updatet, wobei ich muss unter neuen Dateinamen speichern, weil ich brauche das Original noch. Ach, will ich doch gar nicht. Speichern unter, ohne Kennwort speichern. Jo, dann passiert beim Speichern Folgendes, dass ich eben diese Änderung, die ich oben vornehme, automatisch mit einträgt. Frage? Ja, wenn ich mit Steuerung draufklicke, Moment, springe ich automatisch hin. Obwohl keine Hand kommt. Jetzt war ich kurz nervös. Ist dann automatisch ein Link. Sollte sich sogar nach PDF exportieren, denke ich. Also wenn man es als PDF ausgibt. Okay. Querverweise. Jetzt bin ich gerade am Durchschauen. Das haben wir gemacht. Wir haben Vorlagen importiert. Wir haben verwaltet. Querverweise haben wir gemacht. Wir haben Inhaltsverzeichnisse eingefügt. Wir haben bestehende Formatierungen entfernt. Wir haben neu formatiert. Okay. Genau. Das sind im Groben oder im Großen und Ganzen und in Kürze und in etwa die Formatierungsmöglichkeiten, also die wichtigsten Formatierungsmöglichkeiten, die man zentralisieren kann. Und man kann dann, also mit diesen Dokumenten, es gibt zu diesem Workshop eigentlich auch eine komplette Schulung mit Handbuch. Das Handbuch hat ungefähr 100 oder 120 Seiten und es ist nur über diese Techniken formatiert. Und es ist stabil und es hält und es tut auch nichts, was es nicht tun sollte. Es ist eine relativ bombensichere Angelegenheit. Und man verwendet dann im Prinzip seine Zeit nicht mehr auf Formatierung, sondern auf diese Inhalte. Oder kann auch in letzter Minute dokumentweite Gestaltungsänderungen relativ fix umsetzen. Gibt es noch Fragen zur Formatierung? Ja, gerne. Wissen wir gleich. Eine Liste von Informationen, wo ich was finde. Ja. Da gibt es manchmal, wenn man einfach das über mein Gedächtnis nachhält. Und da habe ich dann verschiedene Dokumente. Also ich kann schreiberisch hinein, also den Verzeichnis, das Unterverzeichnis und so weiter. Da muss ich den Dateimanager das aböffnen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, das als Link zu machen? Ja. Links in Dokumente einfügen geht folgendermaßen. Also nicht ein HTTP, also Internet-Links, sondern
ins Dateisystem. Ja, ja. Ja, ja. Zeige ich Ihnen, und zwar über Einfügen und Hyperlink. Heißt zwar Hyperlink, und dann kann ich auf ein Dokument zeigen lassen. Und von daraus kommen Sie wahrscheinlich dann selber weiter. Genau. Genau. Es sind, soweit ich glaube, dass LibreOffice nur absolute Dateinamen speichert. Also es geht nicht relativ. LibreOffice, wenn ich mich richtig erinnere, speichert LibreOffice absolute Verzeichnisnamen. Im Vergleich zu, also Sie können zum Beispiel das nicht sagen, wenn es im selben Verzeichnis liegt und dann benenne ich das Verzeichnis um, dann wird es später nicht mehr gefunden, weil es sich den kompletten Pfad merkt, also den kompletten Pfad wird sich gemerkt. Und sobald ich den Dateinamen ändere, ist der Pfad ja ein anderer. Und relativ wäre, wenn es nur sagen würde, ist im gleichen Verzeichnis. Und ich glaube, dass es absolut speichert. Aber, genau. Weitere Fragen? Gut, dann haben wir jetzt 13 Minuten, um einen 2-Stunden-Workshop für Serienbriefe durchzujagen. Ich klicke es einmal vor und dann, ich kommentiere es dabei laut und dann dürft ihr es nachmachen. Genau. Das Verfahren ist folgendes. Und zwar, es wird zunächst, Servus, ja bitte, es wird zunächst, also wir brauchen ein Textdokument, das gibt es entweder schon oder wir erstellen das. Dann brauchen wir eine Datenquelle. Die Datenquelle ist in LibreOffice der Kleber zwischen der Calc-Datei und der Writer-Datei. Aus der Calc-Datei kommen die ganzen also tabellarischen Daten, in die Writer-Datei, in den Text sollen sie hinein. Dann werden, der Text ist in der Tabelle ja in der Regel in Spalten organisiert, dann werden die Spaltenköpfe in das Textdokument hineingezogen und dann werden die einzelnen Felder reingefüllt und dann haben wir es eigentlich schon. Und solange mir zum Schluss keiner fragt, warum ich dazu 2 Stunden lang rumreden muss, wenn ich es auch in 13 Minuten machen kann, zeige ich es jetzt auch. Also, ich habe hier diesen Serienbrief. Ich habe diesen schon mal vorgestellt und was ich jetzt im Beispiel schnell zeige, ist, dass ich hier dieses Adressfeld befülle. Der Rest verläuft analog. So, ich brauche ja eine Datenquelle. Die Datenquellenansicht ist unter Ansicht versteckt und dann muss ich eine neue Datenquelle erstellen. Neu, Datei, neu, Datenbank. Die lasse ich aus einer bestehenden Quelle herstellen, und zwar ist es ein Tabellendokument. Dieses gebe ich an. LibreOffice Overkill. Halt, Quatsch, verklickt. Dateien für Italien. Ich habe hier eine ODS-Datei. Binde die ein. Bearbeiten möchte ich sie nicht. Und dann passiert Folgendes. Wenn ich mich durch diesen Dialog durchgeklickt habe, muss ich diese Datenbankdatei, die diesen Kleber darstellt, irgendwo hinspeichern. Und das ist eigentlich auch der größte Schwachpunkt an dem Verfahren, das jetzt verwendet wird. Nämlich, wenn ich diese Datenbankdatei versehentlich lösche oder an einem Ort speichere, wo ich danach nicht mehr dran denke, dann ist das Konstrukt auch kaputt. Mein Workaround ist, die Datenbank da zu speichern, wo auch die Tabellendatei ist. Also im selben Verzeichnis und sie am besten identisch zu benennen. Ein händisches Verfahren, aber mir ist in den letzten Jahren kein besseres eingefallen. Ich glaube, ich habe das Ganze Namensliste genannt. Und dann passiert Folgendes, dann wird hier zu meiner ODS-Datei, die ich vorher schon hatte, eine Open Document Base Datei gestellt. Diese ODS-Datei wiegt 55 Kilobyte, die ODB nur 1,8. Ich
habe noch nie reingeguckt, kann man wahrscheinlich per ZIP entpacken. Da ist nur, ich denke, das sind nur Verweise auf diese ODS-Datei drin und wahrscheinlich irgendwelche Übersetzungsparameter. Deswegen ist die relativ winzig. Wenn ich in meiner ODS-Datei Änderungen vornehme, werden die automatisch durchgereicht. Also wenn ich die zum Beispiel ergänze, die Datei, oder Daten ändere, dann wird es durchgereicht. So. Beim Speichern und dann, wenn ich dann eben einen Ausdruck oder eine Auswertung der Dateien starte, genau. Ich wüsste jetzt nicht, dass man es extra antriggern muss, aber es wird so am meisten Sinn machen. So, nachdem ich jetzt diese UDP-Datei erstellt habe, ist die auch hier schon drin in Tabellen. Ja, komm, was geht das los? Halt, habe ich ja gar nichts. Dann habe ich jetzt in Tabellen die einzelnen Tabellenblätter gelistet, die ich so habe. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich einfach diese Felder darunter ziehe. Ah, okay, jetzt habe ich nicht genügend Zeilen drin. Halt. Ich ziehe das einfach runter. Ich mache es noch ein bisschen kleiner. Das geht jetzt gerade alles irgendwie daneben. Ich füge die ganzen Leerzeichen und sowas nachher ein. Mal nachher. Postleitzahl, ups. Wer weiß, wo das jetzt hin ist. Ort und die PLZ. Bitte? Ja. Und was jetzt passiert ist, ist, dass diese Felder hier jetzt eingefügt sind und wenn ich einen Probelauf machen möchte, markiere ich einen Datensatz und lasse die Daten in die Felder reinfüllen und dann läuft es auch schon. Und dann kann ich, wenn ich dann fertig bin, auf den Seriendruckknopf gehen und dann kann ich eben wählen, was will ich machen, was will ich damit eigentlich tun. Und ich will dann in der Regel den Dokumenttyp nochmal wählen. Adressblock will ich nicht einfügen, eine Briefanrede will ich auch nicht. Und dann sollte es mich eigentlich schon... Genau, dann kann ich diesen Serienbrief drucken und oder ein PDF davon erstellen. Oder lauter einzelne ODTs. Oder alle 50 Briefe in ein einzelnes ODT reinschmeißen und dann habe ich es. Ja, mit der Anrede. Das mit der Anrede ist dann folgendermaßen, für die haben wir jetzt noch, das passt. Anrede geht folgendermaßen. Sehr geehrter Herr Müller. So, das passt jetzt natürlich nur auf die Herren, das heißt, ich brauche eigentlich ein bedingtes R. Und zwar entweder dass das R da, also ich, was ich prüfen lasse, ist, was in der Anrede drinsteht. Und dann kann ich es entweder positiv oder negativ formulieren. Wenn Frau drinsteht, dann füge nichts ein, ansonsten ein R. Oder wenn Herr drinsteht, füge ein R ein, ansonsten nichts. Also das ist gerade gehupft wie gesprungen. Funktioniert dann, indem ich einen Feldbefehl einfüge. Und zwar brauche ich... einen bedingten Text. Die Bedingung ist dann folgendermaßen. So. Und da muss ich jetzt aufpassen. Ich fange an mit dem Namen, den ich dieser ODB-Datei gegeben habe. Dann brauche ich das Arbeitsblatt, wo es in der Tabelle drin steht, und dann den Spaltenkopf. Und zwar mit identischer Groß- und Kleinschreibung. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich das definitiv drauf hatte. Also da, ja, und es ist eine Fehlerquelle, also zumindest bei mir, die immer noch sehr begehrt ist. So, das heißt, ich packe das jetzt einfach da drüber. Wichtig ist, dass bei dann
die Ausgabe tatsächlich von diesen Anführungszeichen umrahmt ist. Ansonsten wird es nicht. Und dann füge ich jetzt dieses bedingte R hier ein. Und dann kommt es die Probe aufs Exempel. Sehr geehrte Frau Schmitz. Sehr geehrter Frau Schmitz. Sehr geehrter Kuhlenkampf. Okay, es hat also nicht funktioniert. Ich habe mich also wieder irgendwo vertippt. Oh, das ist jedes Mal dasselbe. Ich ändere das, indem ich da einen Doppelklick drauf mache. Ja, ja. Oder hat sich die Syntax geändert? Das ist der Punkt, an dem ich dann in der Regel scheitere und 5 Minuten brauche und es wieder korrigiere und meine Folien sind diesmal definitiv falsch. Was macht er dann, wenn jetzt dann keine Anrede hat? Bitte? Also das war ja auch das Beispiel, was ich vorher gesagt habe. Das ist dann ein... Dass Sie irgendwann sehen, geht die Damen und Herren schreiben oder wenn okay. Sie keinen Namen haben, wenn Sie einen Namen haben, darf ich dann den Namen hinschreiben. Okay, lassen Sie uns kurz, okay, schauen wir uns noch kurz an. Ich schaue gerade, ob ich das noch irgendwie gefixt kriege auf die Schnelle, weil die Dinge passen alle. Kann ich... Jetzt. Genau, das ist total komisch. Ich habe mich, die Verschlüsselung habe ich eigentlich unter LibreOffice 4 erstellt gehabt und habe das dann, als ich dann am Montag festgestellt habe, fix am Samstag ist der Vortrag tatsächlich fällig, das noch relativ schnell auf LibreOffice 5 umgeschrieben. Und es war auch bei der Erstellung so, dass ich, nachdem ich den Serienbrief gespeichert habe, das LibreOffice geschlossen und wieder neu gestartet habe, dass es dann erst funktioniert hat. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehabt, das heißt, es ist irgendwo ein Bug. Und ich muss den vor der nächsten Schulung finden. Für Sie der Hinweis, Sie haben es nicht falsch in den Bedingungen reingeschrieben, sondern irgendwas hakt im Programm, aber ich weiß es nicht, was es ist. Beim zweiten Mal funktioniert es. Es hat auch danach immer funktioniert. Okay, das ist der Workaround. Okay, das funktioniert soweit. Die andere Frage war, kann ich, wenn ich zum Beispiel keinen also wenn ich zum Beispiel es mit einer Firma zu tun habe, das durch sehr geehrte Damen und Herren ersetzen. Und das ist dann der sogenannte bedingte Absatz. Ich habe jetzt gerade einen bedingten Text gehabt. Der bedingte Absatz funktioniert, indem ich zunächst an den Absatz gehe, an den ich heran möchte, dass ich dann hier einstelle, dass versteckte Absätze entweder angezeigt oder nicht angezeigt werden. Weil wenn versteckte Absätze immer angezeigt werden, sehe ich sie immer, auch wenn sie nicht angezeigt werden. Das heißt, die Programmierung stimmt, aber ich sehe trotzdem keinen Unterschied und wenn hier der Fehler drin ist, dann ist es auch sehr nervenaufreibend. Und dann füge ich jetzt meinen Feldbefehl ein. Das ist dann ein versteckter Absatz und die Bedingung ist dann analog. Die Nomenklatur ist oder die Syntax ist wieder dieselbe wie hier. Ich prüfe in dem Fall jetzt eben, ob eben der Firmeneintrag gefüllt ist. Das geht so. Wenn er leer sein soll, setze ich vorne rein das Ausrufezeichen. Und dann prüfe ich eben, warum wird das der Wert ausgeblendet? Oh Mann. Ach nee, ist ja bloß der versteckte Absatz. Ich will gar nichts einfügen. Genau. Und dann kann ich jetzt eben prüfen lassen, ob dieser Text dann eben im Bedarfsfall angezeigt wird oder nicht. Schauen wir mal, wo ihr Firma habt. Firma. Genau. Hat es jetzt funktioniert? Nicht gar. Okay. Wahrscheinlich muss ich es nochmal speichern und nochmal neu starten. Bitte?
Ich habe auch keine Firma. Doch, hier ist eine Firma. Ach so, da steht der Name auch drin. Also ja, ja, genau. Also da müssen wir es verschränken. Habe ich das jetzt an- oder ausgeschaltet? Genau. Ich werde es in den verbleibenden minus einer Minute nicht mehr auflösen können. Das ist das Gutzle für zum Nachhausenehmen. Also irgendwas hängt da und das hat mich am Montag selber überrascht. Oder es ist meine eigene Kompetenz, die könnte auch hängen, aber schauen wir mal. Okay, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Noch einen schönen Linux Day. Servus. Oh, danke schön. Oh, cool. Ja, danke schön. Cool. Ja, nee. Ich habe bis jetzt nur einen Kinderschirm, auf dem ein Spielzeug-Ferrari-Auto drauf ist. Also von daher. Ciao. Aus der Datenbank kriegt man doch auch raus. Bitte? Aus der Datenbank, aus BS. Ja, ja. Kann man doch sehr schnell auffüllen. Ja, da wird man dann letzten Endes einfach, wenn ich diese. Datenbank erstelle, dann kann ich einfach eine bestehende natürlich öffnen. Aber ich denke, viele Leute werden es als Kalk oder sowas vorliegen haben und dann. Ja, ciao! Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Bei mir ist es so, ich hab schon in den 90er Jahren mit dem Zeug angefangen, ja. Vorher an Windows und so. Und dann, also zwischen 3 Hertz Klappen, ich bin einen Monat lang ein bisschen mal ausgefallen. Mhm. Gedächtnis lasst mir den Narkosen nach. Jetzt muss ich immer neu lernen. Ne? Mhm. Und dann ändert sich das Programm wieder mal, so wie wir zuerst gesagt haben, in der anderen Version was anderes. Ja, ja. Ich vergesse das Zeug leider. Ja, ja. Irgendwo hat es keinen Sinn mehr, viel zu lernen, weil ich es nicht brauche, vergesse ich. Ja, ja. Das ist bei mir immer schwierig. Na, aber es ist gut, ein paar Sachen habe ich jetzt. Das ist gut. Wo ich gefragt habe, das habe ich gleich probiert, das funktioniert. Dann ist gut, perfekt. Ja, ich habe was davon gehabt. Dann ist super, so soll es sein. Ja, bitte. Genau. Und wie stoppt man das jetzt?